So, liebe Freunde, willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn, der Complete Edition. Ich habe es jetzt geschafft. Ich habe die 14 Sekunden habe ich gebraucht. Hab einen richtig geilen Schuss gelandet bei einem Brüllrücken und habe dann das Ergebnis von 14 Sekunden erzielt und habe jetzt somit das Gebiet hier. Jagdgebiete habe ich abgeschlossen. Prüfungsprotokoll. Rollen. Ja, haben wir abgeschlossen. Was ist denn das? Erledige mehrere Feinde mit einer Sprengbombe. Stelle Maschinen mit Sprengdrähten eine Falle. Hab ich ja schon so oft gemacht. Da muss ich das anwählen. Na gut, es gibt einfach ein bisschen Erfahrungspunkte, die kann ich mir zum Schluss noch holen, wenn ich dann nochmal ein Level-Upgrade brauche, aber aktuell ist es nicht so von Relevanz. Jagen für die Loge, stehe drei Prüfungen. Ich habe sogar mehr als drei bestanden. Ha! Stelle die Stromversorgung der Bunkertür wieder her. Machen wir noch. So, jetzt geht's wieder zur Hauptquest. Lange genug haben wir gewartet. Dann machen wir uns erstmal auf den Weg. Hier wäre der nächste Anlaufpunkt. Da ist noch sogar eine verdorbene Zone, Stufe 20, mit Level 21. Könnte ich theoretisch machen, aber ich weiß nicht. Hier ist noch was. Kurz vor der verdorbenen Zone, da können wir noch hingehen. Dann haben wir dieses Lagerfeuer dann auch entdeckt. Und hier ist ein Banditenlager. Das machen wir jetzt auch noch, da es gerade auf dem Weg liegt. Reisen wir erstmal dahin. Und dann eins nach dem anderen. Es regnet mal wieder. Süß. Da so lang. Hatte ich nicht dieses Dorf von den verdorbenen Maschinen befreit? Ich glaube, das war so. Ich habe in meinen drei Erfahrungspunkten mir übrigens mehr Platz geleistet in meinem Rohstoffinventar, wie ihr seht. Oh, etwas mehr Platz. Ein Bäumchen ist das. Da habe ich nicht mehr so wirklich Platzmangel gerade. Bis der Beutel dann doch irgendwann voll ist. So. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Da hinten sind Hasen und Füchse. Ich brauche ja auch noch die Knochen, ne? Ich könnte mich auch auf Wildtierjagd begeben. Da sind Maschinen da hinten. Gar nicht wahrgenommen. Da hinten sind noch Hasen und Schweinchen. So. Das ist so nicht geplant gewesen. Etwas beruhigen. Ein Schweinischwein. Shit. Jetzt sag mal. Ich wollte schon sagen, das geht doch besser. Meine Stiefel werden ganz nass. Da liegt doch noch was. Ein Wächter. Ein kaputter. Da hinten sind noch mehr Tierchen. Da ist noch ein Truthahn und da ist irgendwo ein Fuchs da unten. Jawohl.
wir da drüben denn? Ist das ein Lanzenhorn? Ja. Da hinten ist noch ein Fuchs. Knorriges Fleisch. Ich weiß gar nicht, ob ich den Skill schon habe, seltene Materialien zu finden, muss aber eigentlich. Hier. Linsexpert erhöht Chance, heute Knochen, Linsen und Herzen zu erbeuten. Ja. Okay. Kann ich denn nicht schon irgendwas erweitern an Tragekapazität? Sprengschleuder geht und Jägerbogen, aber dafür brauche ich halt Schweineknochen. Aber den will ich halt ausgeben für den Rohstoffbeutel. Was haben wir hier? Kaninchenknochen. Ah ja, okay. Sprengschleuder, Munitionsupgrade. Sehr gut. Speichern wir hier. So. Da ist eine verdorbene Zone. Die könnten wir natürlich auch schon säubern, wenn wir gerade hier sind. Dann lasst uns das machen. Warum eigentlich nicht? Und früher oder später werden wir es sowieso machen. So. Etwas Vorrat. Was Vorrat, ja. 410 HP habe ich schon. Verdorbene Zone. Zwei von diesen Vögeln. Ein Langbein. Energiezelle. Bäche. Elektronenfeuer. Gesehen, Alter. Erledigt. What the? Kommt noch wer? Stimmt, es gibt ja auch Maschinenkrokodile. Die schießen mit Eis. Wow. Okay, aber die gehören nicht zur verdorbenen Zone. Na, nimm's auf. Genau, Unterwassermaschinen gibt's hier auch. Komplett vergessen. Fokus. Schnappmaul.
Stärke Eis, Schwäche Feuer. Kann ich mir... Kann ich den noch looten? Natürlich kann ich das. Okay, verdorbene Zone ist gesäubert. Bin hoch erfreut. So, jetzt müssen wir eh wieder zurücklaufen, weil die paar Meter zum Lagerfeuer kann ich auch laufen. Also ein bisschen Heilung mitnehmen kann nicht schaden, weil ich bin gerade so ein bisschen knapp, was das angeht. Ich habe zwar noch Heiltränke, aber da ist noch ein Schweini. Yeah. Knochen, endlich. Lagerkapazität. Wildschweinhaut. Ah, hab ich leider nicht. Das Fleisch. So, jetzt kann ich noch mehr tragen an Rohstoffen. Das ist super geil. Sammle ich mir doch direkt mal was ein. Hier hat's einen Wächter erlegt. So. Was ist denn da hinten? Weil ich wollte gerne hier zum Banditenlager. Da hoch. Da gibt es sogar einen Weg, den ich gehen kann, da wo das Feuer ist. So den Berg hinauf. Banditenlager entdeckt. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Banditenlager hier. Ja, nicht runterfallen. Okay, da ist keiner. Uha. Knapp an die Kante. Hat aber gepasst. Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Richtig. Das wird ein Spaß. Vorrat erstmal aufstocken. Ich glaube, nachts sehen die halt auch schlechter, kann das sein. Das wird für mich noch einfacher, das Banditenlager zu säubern.
habe den Draht dahin gespannt, weil ich so dachte, okay, Bienen laufen rein. Vielleicht die dann auch. Vielleicht auch nicht. Ich meine, ich kann ihn ja wieder mitnehmen. Bewegung und Augen offen halten. Nein, Gesundheitsdrink und ich kann den nicht mitnehmen. Weiß wie Knochen. Etwas düsterer Vergleich. Da oben denn? So, Alarm. Alarm! Leuchtet denn da hinten auf? Achso, ein Lagerfeuer, aber ich kann nicht, weil... Bam. Silent Kill. Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Habe ich einen ausgeschaltet, der eine schwere Waffe bei sich hat. Jetzt liegt die da nämlich. Auf sie! Na ja, dann, auf sie. Schnappt sie euch. Oh. Na, jetzt sehe ich ihn halt auch nicht gut. Den Bogen anlegen und dann sowas. Du bist Geschichte. Mist, ich kann keine mehr herstellen. Feuerspucker. Mit dem hätte ich mich jetzt schwer getan, hätte ich den nicht zuerst erledigt. Das müssen die Gefangenen der Banditen sein. So, erledigt. Das Lager ist mein und 7500 EP. Buja. Die Leichen liegen zu meinen Füßen. So, alle Banditos sind erledigt. Sie ist da entlang. Wo entlang? Da ist noch irgendwas. Ah, hier. Robar, bald auch in ihrer Nähe. Dieses Sonderangebot gilt exklusiv für Druckwert
Was? Dollarempfänger? Wussten Sie schon, dass Robin Amerikas führende automatisierte Brauerei-Bar eine Filiale in Ihrer Nähe eröffnet? Unsere Filialen in Boston, Chicago und St. Louis sind landesweit für ihre köstliche Auswahl an Craft-Bieren, kunstvollen Interpretationen klassischer Kneipensnacks und freundlichen Roboterbedienungen bekannt. Warum sollten Sie Ihr Geld für Trinkgelder ausgeben, statt es selbst zu vertrinken? Machen Sie diese Nacht in unserer neuen Filiale in Druckwertempfängerort zu einer Robanacht und erhalten Sie 15% Rabatt auf Ihre Rechnung. Geil, will ich. Loot like a boss. Ding, 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 ding. So. Leichen stapeln ihren Weg. Einen hatte ich da oben noch erledigt. Den gehe ich jetzt auch nochmal looten. Sie ziehen weiter. Wer denn? Hier ist doch niemand. Wer sollte mich denn hier... Jetzt? Ich verstehe das nicht. Gut. Banditenlager ist geräumt. Wir ziehen unseres Weges. Ein Feuerchen entdeckt. Und wir sind gleich am Grenzposten, wo wir schon seit 5 Folgen hin sollten. Aber es gibt so viel noch in dieser Open World zu entdecken. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Das noch mit. Das noch. Das noch. Das noch. Reinholz kann man nie genug haben. Ich meine, ich muss mir immer wieder Pfeile herstellen. So, gleich haben wir es geschafft. Wurde das Kaja vor angegriffen? Ja, da unten sieht man. Ein Verderber. Ich sehe nichts. Wo bist du, du Scheißding? Munition mehr. Die Maschinen sind gefährlich. Was ihr nicht sagt. Dass sie gefährlich sind, weiß ich. Ich hab schon mal gegen solche gekämpft. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Meine Rede. Ich hab das verbracht, nicht ihr. Oh boy. Mädchen, komm her! Hey ja, stress nicht. Erstmal die Maschinen looten. Mädchen, komm näher! Schnauze halten, während ich am Looten bin, ne? Da, ja, vor allem ihn hier. Verderber. Ich komme ja schon. So. Öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los.
öffnet das Tor und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen, nach Meridian. Und noch viel weiter im Westen, hinter Meridian, beginnt der zweite Teil. Der Weg der zerbrochenen Verbotene Westen. Mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Verderbnis zurückschlagen, Errungenschaft freigeschaltet. Okay, dann wollen wir mal. Wir haben es geschafft. Wir sind hinter den Grenzposten und jetzt geht's auf in neue Gefilde. Hier hinter dem Grenzpass. Oder hier besser gesagt. Da ist der Grenzpass. Geht es nun weiter. Hier in dieses wunderschöne große Gebiet. Und hier ist schon direkt eine Quest für uns. Die Stadt der Sonne. Neue Hauptquest. Jedoch muss ich echt sagen, Meridian ist wunderschön. Die Stadt ist so toll. Warum greift sie dich erwartlich an und erledigt sie? Du sprachst von Schwierigkeiten in den Banuk-Ländern. War ich so laut? Meine Ohren leiden wohl langsam durch all die Langbeinkämpfe. Aber es ist wahr. Ich war gerade im Schnitt. Auf der Suche nach besseren Teilen und mehr Scherben. Und du hast dort nichts gekriegt? Nicht, wenn die Banuk ständig über neue Maschinen und sprechende Geister jammern. Da kauft keiner was. Eine Handelsroute ohne Handel ist nur eine Route. Es gibt neue Maschinen und Geister? Aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Bei der Menge an Banuk-Beerdigung sollte man sich eher davon fernhalten. Das liegt mir nicht so. Ach, wenn du in mein Alter kommst, dann räumst du auch lieber im Sonnenreich hinter Jägern auf. Ist wärmer dort. Handelsroute. Bleiben die Banuk nicht unter sich? Wir Osram und die Banuk sind immerhin Nachbarn. Ein paar Gebirgspässe ändern das nicht. Ich habe ein paar Bekannte dort draußen, die sich immer noch durch das Eis graben, aber es läuft nicht gerade gut. Der ganze Aberglauben und die Maschinen machen es nicht besser. Was genau ist der Schnitt? Als die Kaja im Krieg den Rand des Banuk-Landes verwüsteten, hinterließen sie den Schnitt. Also ein Schlachtfeld des Krieges. So wie das Tal vor dem Heiligen Land. Mhm. Ein Gebirgspass weit im Nordosten führt dich dorthin. Fremde können da hinein. Sehr zäh, so wie du. Erwarte bloß keine Begrüßung. Vor allem nicht jetzt. Neue Maschinen und Geister? Klingt spannend. Die Antwort habe ich erwartet. Aber ich habe dich gewarnt. Es gibt einen Pfad durch die nordöstlichen Berge. Er liegt hinter dem Grabhort. Leicht zu finden. Auf der anderen Seite ist sowas wie eine Stadt. Vielleicht entscheidest du dich dort noch um. Vielleicht. Vielleicht nicht. Danke für die Information. Auf in die eisige Wildnis. Und das ist nämlich der Schnitt. Und der Schnitt ist das Gebiet, was den DLC ausmacht. Also das Gebiet wird der Schnitt genannt. Und dort kommen wir höchstwahrscheinlich mit unserem aktuellen Level und unserer aktuellen Ausrüstung eh nicht weit. Das ist ein etwas, den DLC werden wir machen, nachdem wir das Hauptspiel beendet haben. Dann geht es weiter mit The Frozen Wilds. Und das, wie gesagt, machen wir dann, sobald wir mit der Hauptquest fertig sind. Und dann gehen wir dahin. Wir werden das höchstwahrscheinlich schon über Level 30 sein, aber die Maschinen dort sind absolut hart. Das sind neue Maschinen, die dort auftauchen und Sägezahn ist ein Witz dagegen. Also, fand ich persönlich. Also, don't fuck with them. Lattes altes Amulett. Geil. Okay, noch ein bisschen Stuff. So, ich habe neue Modifikationen. Die Grüne werde ich auch mal verkaufen. Ist das ein Händler? Nee. Dem haben wir nur geschwätzt. Da vorne ist ein Händler. Keine Zeit zum Ausruhen. Moin. So,
So, verkaufen. Modifikation. So, irgendwas Neues. Der Schatten, Scharfschussbogen. Richtig geile Waffe. Und sie wird mein sein. Der Schattenjägerbogen. Kann ich mir auch kaufen. Für die Bögen und alle anderen Waffen, zumindest bis auf die Schattenschleuder, weil die ist nochmal sehr speziell, wie ihr ja seht, brauchen wir Herzen. Und wir haben Herzen jeder einzelnen Maschine. Deswegen hat sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt, die jetzt zu erledigen. Genug Scherben habe ich auf jeden Fall. Nee, könnte knapp werden. Macht nichts. Ich kaufe mir erstmal den Jägerbogen. Den werde ich dann nämlich austauschen gegen meinen. Weil der hat unter den Feuerpfeilen auch noch so... Ich glaube, die dritte Pfeile ist irgendwie panzerbrechend oder sehr stark. Ich weiß gar nicht. Hat auf jeden Fall einen Grundschaden von 30 und Abriss von 75 und hat da drei Modifikationsslots. Also definitiv etwas, was ich haben möchte. Und dann noch den Schatten-Scharfschussbogen. Kostet mit am meisten. Und das war es auch schon. Outfits gibt es auch neue. Nämlich Nora Schwer hier, Beschützerin. Brauchen wir ein Panzerwandererherz. Das ist relativ selten zu bekommen. Und Banuk Eisjägerin gab es vorher, glaube ich, auch schon, oder? Weiß gar nicht. Aber diese Osseram-Rüstungen sind neu. Kaja Feuerwappen. Mehr. Oh. Schutz gegen Feuer, also Elementarschutz gibt es. Das ist eine ganz normale Rüstung. Die hat überhaupt gar keine Effekte drauf. Dafür brauchen wir nur ein Langbeinherz, was relativ einfach zu bekommen ist. Aber da ich die Herzen schon für die Waffen ausgegeben habe, habe ich jetzt hierfür leider keine. Aber das ist eigentlich eine Rüstung, die ich ziemlich cool finde und die hätte ich gerne. Aber ich habe halt Kristallgeflecht keins und... Metallscherben kostet die halt 1100. Ja. Deswegen, Rüstung erstmal nicht drin. Goldenes Reisepaket, was ist das? Dieser Gegenstand ermöglicht unbegrenztes, schnelles Reisen zu entdecken, Lagerfeuern und Siedlungen auf der ganzen Welt. Ah, geil. Okay, will ich haben eigentlich. Wenn es keine Reisepakete verbraucht, warum nicht? Gratisprobe nehme ich immer. So, ich werde gleich erstmal die Sachen aus meiner Rüstung nehmen. Aus den Waffen. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Das wird es, sobald wir in Meridian sind. Verdorbene Zonen. Banditenlager. So, also. Waffen. Das lasse ich mal da drin, weil die Schleuder behalte ich. Aus dem Scharfschussbogen nehmen wir das mal aus. So, dann war noch das raus aus dieser Waffe hier. Das ist die Schleuder. Kaiserschleuder, Kaiserstolperfalle. Genau. Hier. So, die Bögen verkaufe ich dann. Habe ich wieder ein paar Scherben. Der Kaja Machtbogen. Kann ich eigentlich auch verkaufen. Mod, die da drin ist. Ja, ist grün, passt schon. So. Die Sprengbomben behalte ich den mal, bis ich die andere Kaja. Bis ich die Schatten-Version davon habe. Dann neue Pfeilarten. Gehärteter Pfeil. Größer beim Auftreiben mittleren Stoßschaden und hohen Reißschaden. Nützlich gegen größere Gegner, da er Maschinenteile schneller abtrennt und zusätzlichen Schaden hinzugefügt werden kann. Yes.
So, Präzisionsfall, Sprengfall und Beutefall. Verursacht geringen Schaden, aber entfernt Maschinenteile mit größerer Präzision. Entfernt Teile, die Rohstoffe bieten. Enthält zusätzliche Rohstoffe. Enthalten zusätzliche Rohstoffe. Ah, okay. Das ist gut, wenn man jetzt zum Beispiel auf Teile von Maschinen aus ist. Weil geht mit dem Pfeil auf jeden Fall auch ganz gut. Aber mit dem ist es halt nochmal etwas gezielter, glaube ich. Der hat ja die Eigenschaft, wie gesagt, Rohstoffe zu entfernen. Was schon ziemlich gut ist. So, ich wollte gerne modifizieren. Fertigkeitenpunkte habe ich noch zwei. Kampfüberbrückung. Präzision. Los. Das nehme ich mal. Weil ich will später dieses hier haben. Zurückschlagen. Schwere Sperrangriffe verursachen mehr Schaden, wenn Aloys Gesundheit niedrig ist. Das ist vor allem beim späteren Kampf. Also im Nahkampf vor allem gegen Maschinen, mit denen zu nahe kommen, ultra wichtig. Deswegen diesen Skill auf jeden Fall auch. Aber eigentlich will ich das später noch haben, der Doppelschuss. Konzentration plus. Ja, kommt noch alles. So, jetzt habe ich zu viel Zeit im Menü hier verbracht. Ich laber mich hier um Kopf und Kragen. Ich wollte eigentlich nur Mods in meine Waffen rein. Das ist das Einzige, was ich noch wollte. So. Dann natürlich. Feuer. Der Jägerbogen natürlich auch. So, und dann vielleicht noch Handhabung. Plus Schaden. 35. Ja. Das passt. Bessere Spulen habe ich leider aktuell nicht. Und hier ballern wir alles an Schaden rein, was geht. Der haut jetzt richtig rein mit 102. Der geht gut ab, der Bogen. Schweinehaut und Kaninchenknochen. Kapazität habe ich jetzt hier einfach nochmal gesteigert, weil hier brauchen wir eh Wildschweinhaut, da ist egal. So, und jetzt hier Wildschweinhaut, Kaninchenknochen. Aber wie wir gerade schon festgestellt haben, kann ich das nicht erbeuten von... kann ich nicht kaufen. Das heißt, ich muss es erbeuten. Hier liegt noch irgendwas. Irgendwo da hinten. Da oben drauf. Vielleicht. Ein Ballenstoff. Ich hätte schwören können, dass der andere Standort ist. Hab ich. Oh shit. Eine Vorwärtsrolle gemacht, das wollte ich nicht. Okay, hier gibt es noch eine Sidequest da vorne. Hören wir uns noch an, was der Questgeber zu sagen hat. Wie soll ich jemanden ernst nehmen, der sich so anzieht? Hauptmann Balan, die Wache am Tor sagt, du warst vor kurzem in Meridian. Was erwartet mich auf der Reise? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lakhir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeig etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir.
Lakir sagt, man muss immer Meldung machen und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Valid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avard hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Avard sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Avard will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja... Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Wie ist es im Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Avard, der neue König, hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Osseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Die Kaja sind mit den Osseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Avard konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Ersa und Erend halfen ihm. Osseram-Geschwister, legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei, sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne, vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Osseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut, bei König Avard nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar. Aber nicht so dankbar wie Valid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Jetzt haben wir noch ein bisschen was über die verschiedenen Stämme erfahren. Jagen für die Loge ist es noch weit. Das ist, glaube ich, ein Meridian, ne? Kann das sein? Stadt der Sonne, ja. Kann ich im Meridian dann die Quest abgeben? Gut. Also... Haupt, die Stadt der Sonne, neben Aufträge. In fremden Landen. Untersuche das verlorene Dorf. Das machen wir als nächstes in der nächsten Folge von Horizon Zero Dawn, der Complete Edition für den PC. Wir machen jetzt hier erstmal Schluss und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es Richtung Meridian geht, beziehungsweise wir machen dann erstmal die Sidequest. Und dann geht es weiter in die Stadt der Sonne.
Also, macht es gut. Bis zum nächsten Mal bei Horizon Zero Dawn.